Migranten aus Korea gehören in Deutschland zur Minderheit. Warum aber gerade die Deutsch-Koreaner als Musterbeispiel vorbildlicher Integration gelten, das beschreibt der deutsch-koreanische Jungautor Martin Hyon in seinem Buch. Mit viel Humor und einem kritischen Blick auf die eigenen Landsleute werden typische Klischees der Deutsch-Koreaner analysiert. Heute ist der Autor bei mir zu Gast, Martin Hyon. Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Wieso sind denn gerade die Deutsch-Koreaner ein absolutes Musterbeispiel? Ich glaube, viele von uns sind hochqualifiziert. Sie können die Sprache perfekt. In der Hinsicht, denke ich, haben wir alle Bedingungen erfüllt für eine erfolgreiche Integration. Mhm. Aber viele haben es dennoch schwer, sich irgendwie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Also qualifizierte Jobs anzunehmen. Gerade in repräsentativen Stellen, denke ich mal, in der Politik oder in DAX-Unternehmen zum Beispiel. Und es gibt aber dennoch ziemlich wenige Koreaner in Deutschland. Wie erklärst du dir das? Ja, ich glaube, da muss man die Frauen fragen. Ich weiß, also vor allen Dingen einheimische Frauen vielleicht. Vielleicht haben die Berührungsängste oder so. Das kann nicht irgendwie auf unsere Schüchternheit. Unsere Schüchternheit ist es auf jeden Fall nicht, denke ich. Ich weiß es nicht. Also vielleicht kommt das daher. Du schreibst ja in deinem Buch lautlos Ja, sprachlos Nein, Grenzgänger zwischen Deutschland und Korea, auch lustige Geschichten nieder. Inwieweit ist dieses Buch kritisch, aber gleichzeitig lustig? Ja, natürlich. Also ich muss dann auch natürlich auf diese gängigen Klischees eingehen. Zum Beispiel habe ich mich immer zu dem Beruf Tierarzt berufen gefühlt, aber wer vertraut schon einem Deutsch-Koreaner seinen Hund zum Beispiel an? Das ist ja schon mal das erste komisch, Problem. Ja, komisch, ne? Das ist Tatsache immer halt, dieses Klischees. Es gibt halt immer so Bereiche, wo man zum Beispiel Atomphysiker oder so, kann auch keiner werden, seit Nordkorea zur Achse des Bösen gehört. Gut, es gibt dann halt immer andere Bereiche, wo man rein muss, aber... Wie hast du denn für das Buch recherchiert? Ist das alles in deinem Kopf gewesen, da du natürlich auch gebürtiger Koreaner bist? Ja. Oder viel recherchiert? Nein, also es ist eigentlich sehr viel auf persönliche Erfahrungen, beruhen sich viel auf persönliche Erfahrungen. Aber auch die Geschichte meiner Eltern war mir auch sehr wichtig, dass die da als zweiter Teil sozusagen vorkommen. Ja, also recherchieren natürlich dann in Korea, vor allem durch Geschichten meiner Großmutter zum Beispiel oder durch alte Briefe meiner Mutter oder meinem Vater. Also über diese Briefe oder aus diesen Briefen und Geschichten deiner Großmutter liest du auch? Ja. Und welche Kapitel oder welche Stellen wirst du aus diesem Buch dort vorlesen? Also ich würde erstmal, also drei Sachen, also einmal... Warum Koreaner als Musterbeispiel der Integration gelten, anhand meines Beispiels, meiner Erziehung von meinem sehr konservativen Vater, den ich chinesische Mauer genannt habe, weil sein Spitzname ist chinesische Mauer. Nett. Und dann einmal, ja, zu Hause, dass es immer eigentlich Korea war, weil meine Eltern, wie sie es in den 60er Jahren verlassen haben, das Korea konserviert haben, hier in Deutschland mitgebracht haben und die Erziehung, die Kultur dann uns weitergegeben haben. Da gebe ich einen Einblick. Ja, und sonst das Dritte wäre einfach die Klischees, mit denen man konfrontiert wird. Aber ich muss sagen, hier in Berlin ist es, glaube ich, immer so eine Stufe höher als in allen anderen Bundesländern. Weil hier, als ich hier neu hingezogen bin nach Berlin, nach dem Weg gefragt habe, ich glaube, das war ein Original-Berliner, da meinte er, hat er mir auch nett gesagt, ja, da und da musst du hingehen und so weiter. Aber zum Schluss meinte er, ja, und wo bleibt denn der Rest der Gruppe? Und der Fotoapparat wahrscheinlich noch. Also alles wäre ja alles in seinen schönen harmonischen Lauf gegangen, aber diese Frage hat mich doch ein bisschen perplex gemacht. Also sind die Berliner doch ein bisschen schroffer und kritischer, ja? Das ja, ist wahrscheinlich doch. Dieser Berliner Humor dann, ne? Die Berliner Schnauze. Doch, auch ich wohne in Friedrichshain und da waren die Leute auch immer so freundlich, immer von Weitem haben sie gewunken. Ja, hallo und nett gegrüßt. Ich habe gedacht, mein Gott, das ist Friedrichshain. Das ist das Integrationsland hier. Na Mensch. Also es ist super. Aber bis dann die Leute auf mich zukamen und dann immer gefragt haben, ja, Zigaretten. Ich so, ich habe keine Zigaretten, ich bin Nichtraucher.
Und dann haben sie mich dann nicht mehr gegrüßt auf okay. einmal. Bis ich dann dahinter gekommen bin, Zigaretten, vietnamesische Zigarettenmafia und deswegen. Okay, ja. Ich wollte noch gerne darauf eingehen, du bist ja auch ein ehemaliger Eishockey-Profi, jetzt aber eher so in die politische Richtung gegangen. Warum, wie kann man das vereinen, beziehungsweise dann auch nicht vereinen? Ja, also Eishockey spielen, das war einfach so ein Kindheitstraum und gab halt auch viele Kritiker natürlich, die haben gesagt, er ist zu klein, der schafft es nie und wollte das einfach mir selber mal beweisen, dass es klappt. Und aber mittlerweile nicht mehr in der Profiliga tätig. Ja, jetzt ab und an mal hier beim Berliner Schlittschuhclub. Ach, beim schön. Ehemaligen Rekord deutscher Meister, glaube ich, hier in Berlin. Dafür reicht es noch. Also die Kondition ist auch schon weg und habe letztes Mal bei so einem Benefits-Spiel noch teilgenommen. Da haben wir 2x10 Minuten gespielt und da hat die Puste einfach gefehlt. Aber die Hände sind noch da, die Hände sind willig. Sehr gut. Und die Hände sind dann auch willig zu lesen natürlich, das Buch zu halten und zu lesen. Du wolltest noch gerne auf eine Wahlplakataktion aufmerksam machen. Ja, das haben zwei Freunde von mir, sind die Initiatoren, Felix Park und Term Sean. Wir wollen einfach die Migranten, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben und die auch wahlberechtigt sind, zur Wahl motivieren. Mhm. Da haben wir natürlich auch verschiedene Außenwerbefirmen angeschrieben, uns zu unterstützen. Leider haben wir bisher immer negatives Feedback bekommen, weil viele Parteien natürlich die Flächen genutzt haben und so halt kaum Flächen da sind. Wann geht es da los? Wir wollen halt bis Ende der Woche, das Plakat steht heute, und Ende der Woche dann halt in Door-to-Door-Manier, also an Migrantenverbänden weiter verteilen, an Läden, an Menschen, die uns unterstützen wollen. Dann, unsere Zeit ist leider um. Martin Hyon, ich muss dich unterbrechen, aber wünsche dabei ganz viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß bei der Lesung und vielen Dank fürs Gespräch heute. Ja, ich danke Ihnen, danke.